Verdammt, ein schwarzes Auto fährt vor. Sie sind da. Okay, das sind keine Polizisten. Das sind die Männer, die sich als Polizisten ausgeben. Okay, es tut mir leid, es tut uns leid, tausendmal. Es ist jetzt aber sehr wichtig, dass ihr alle so tut, als wäre alles okay. Ihr wisst von nichts. Sonst ist nämlich unser Freund Sandro tot. Das Coronavirus hat eine heftige Auswirkung auf die Psyche von Jugendlichen. Die mit Lockdown verbundene Langeweile und Bedeutungslosigkeit der Zeit hinterlässt nachhaltig verstörende Folgen bei Jugendlichen. Voll schön hier, richtig idyllisch. Wir sind raus aus Deutschland, Corona ist vorbei, also wir müssen es einfach genießen. Ich wollte euch übrigens noch sagen, dass es mir voll leid tut, dass wir wegen mir nicht so einen tollen Urlaub machen können. Hä, alles gut, du weißt, ich bin doch auch broke. Alter, was hast du da zusammengemischt? Da ist ein Auto. Die sehen sogar ganz interessant aus. Wir haben euch vorhin beobachtet und wir würden euch gerne zu uns in die Villa einladen. Was sagt ihr? Willkommen in unserem kleinen Schloss. Kann es sein, dass ihr ganz schöne Rich Kids seid? Auf alles, was heute ist und was kommt. Du hast nicht gesagt. Trinken! Morgen. Deine Einstellung, dein Vibe, das gefällt mir. Ich wollte noch was sagen. Okay. Ich mag dich wirklich. Ist es denn so schlimm, dass dich zu Hause erwartet? Ich komme gerade aus einer sehr langen Beziehung und... Tut mir leid. Genauso habe ich mir den Urlaub vorgestellt. Ich hole jetzt erstmal Sangria aus dem Kühlschrank. Ist dir nicht hier irgendwas Komisches aufgefallen? Was? Ich habe von Bennett ein Kinderbild gefunden. Und so Kinderkritzeleien, die er wahrscheinlich gemalt hat, wo auch sein Name drauf stand. Alina? Wir wollen nur unseren Spaß. Und du stehst uns irgendwie im Weg. Wir bleiben! Wir wollen! Stopp! Das reicht! Don't call the police, there are no problems! Ist weder nüchtern noch drauf an interessiert. Merkst du es nicht? Hey! Ich kann das nicht mehr. Ich mach da nicht mehr mit. Was meint er? Was kann er nicht mehr? Mann, du müsst Alina zurückholen, okay?